So Leute, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video und heute lernen wir mal ein bisschen Spanisch. Ich fühle mich ein bisschen gestalkt und so, aber Leute, das ist auch geil, es ist mega warm. 34 Grad, schreibt mal, wie warm es jetzt heute an diesem Tag bei euch ist, Leute, es ist bald soweit, denn genau circa einer Woche bin ich dann schon auf Gran Canaria und ich muss ein bisschen Spanisch lernen dafür und dafür haben wir hier mal ein gutes Handy. Weil Leute, ich brauche irgendwie Spanisch-Vorkenntnisse und das habe ich halt nicht. Kennt ihr Spanisch? Könnt ihr Spanisch? Kommt ihr aus Spanien? Oder wo seid ihr vielleicht im Urlaub? Vielleicht seid ihr auch in Spanien. Leute, schreibt mir das mal gerne komplett alles in die Kommentare. Leute, lasst ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Vielleicht kommt irgendwann mein zweiter Teil, auch wenn ich dann wieder hier in Deutschland bin oder andere Sprachen vielleicht. Könnt ihr mir gerne alles vorschlagen, Leute. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und seid jetzt wirklich sehr aktiv. Ich wollte jetzt auch Vlogs und alles machen. Es wird richtig geile Zeit, Leute. Wir legen aber jetzt los mit diesem Video. So, als allererstes natürlich hier Handy entsperren. Das gehört natürlich dazu. Und ich habe jetzt hier schon meinen Übersetzer von Deutsch auf Spanisch. Natürlich müssen wir zum Beispiel wie Hallo oder so. Es ist ja Hola, das weiß ja jeder. Aber zum Beispiel Tschüss weiß ich, Digga. Was heißt das nochmal? Ich gebe es mal ein. Tschüss, Digga. Was heißt nochmal? Hasta luego. Leute, das heißt Hasta luego. Hier ist es ja wahrscheinlich bei euch eingeblendet, irgendwo ein Bild. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das ein Bild für euch eingeblendet ist. Aber Leute, das ist so ein Wort. Hasta luego. Ne? Ihr seht es hier, so wird es ausgesprochen. Hasta luego. Moin, Digga. Wusste ich gar nicht. Gut, jetzt wissen wir das. Tschüss heißt Hasta luego. Luego, ja. Okay, gut, das haben wir jetzt schon mal gelernt. So, hallo, tschüss kennen wir. Dann vielleicht so, na gut, auf Wiedersehen, so, das müssen wir ja nicht. Aber zum Beispiel. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Fragezeichen. Wie viel kostet das? Okay, Leute. Ich mache jetzt mal, wie ihr seht, das hier wieder eingeblendet. Wie ich es sagen würde: Guanto, cuesta eso. Jetzt hören wir uns das mal an. ¿Cuánto cuesta eso? Ja, Leute. 10 von 10 Punkten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So fast. Fast, Leute. Nochmal. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Ja, einverstanden damit. Wie viel kostet das? Okay, gut. Das wissen wir jetzt auch. Und was vielleicht noch wichtig ist, was wäre dann noch wichtig? So, auf jeden Fall. Wäre vielleicht noch wichtig? Okay. Wir wissen jetzt, hallo, tschüss. Wie viel kostet das? Vielleicht nach dem Weg fragen. Zum Beispiel, was man noch fragen kann, ist, wohin geht's zum, ne? Okay, Aldon, was, ah. Ja, moin, Digga, was das denn für ein Wort, oder? Okay, Aldon, was, ah, hier wieder eingeblendet, Leute. So hört sich das an. Ja, moin, Digga. ¿A dónde vas? Ach so, okay. Adon de Wasser. Adon de Wasser. Okay, wohin gehst? Wohin geht's zum, heißt Adon de Wasser. Adon de Wasser nochmal. Adon de Wasser. Ja, Adon de Wasser. Okay, gut. Das wissen wir jetzt auch. Zum Beispiel, was ist jetzt noch wichtig? Gut, Essen, wenn man nach dem Essen fragt oder wie viel so eigentlich kosten. Vielleicht, wo es hingeht, halt nach dem Weg fragen, hallo, tschüss, einfach diese Höflichkeitsform zu lernen. Zum Beispiel auch, wo finde ich, oh Gott, warte, ja, okay. Hey, das ist schwer. Donde y tu siento. Ich muss das erstmal anhören, Leute. Donde encuentro eso? Ja, moin. So, donde encuentro eso? So, donde, das ist, ihr seht das jetzt hier wahrscheinlich hier wieder, heißt donde encuentro eso? Mal. Donde encuentro eso? Ja. Ja, Leute, wir lernen einfach dazu. Was gibt es noch für so Worte, die man wissen muss? Was muss man noch wissen? Auf Spanisch. Nach dem Weg fragen. Wo ist das und das? Wo finde ich das und das? Hallo, tschüss. Was ist denn noch so ganz, ganz wichtig, was man sehr oft braucht? Zum Beispiel, wir brauchen Hilfe zum Beispiel.
Wir brauchen Hilfe. Heißt, rompimos ayuda. Rompimos ayuda. Jawohl. Aber es heißt rompismus. Rompismus. Rompimos ayuda. Aber okay, ohne dem S. Rompismo aducas. Rompimos ayuda. Akuda, okay. Rompimos ayuda. Doch, es ist echt rompimo acuda. Rompimo acuda. Okay, gut. Das muss man sich halt merken. Sowas ist sehr wichtig. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Zum Beispiel, was ist jetzt noch sehr wichtig, was man wissen sollte? Ja, eigentlich war es das schon so von einzelnen Teilen, die man auf Spanisch auf jeden Fall jetzt wissen sollte, glaube ich, so diese Grundkenntnisse, wenn du ins Land einfach gehst. Das Video hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, es ist auch wieder etwas kürzer, sehr wahrscheinlich nur so 5 Minuten oder so. Aber Leute, es geht jetzt los, ich bin richtig gehypt auf den Urlaub, ich will jetzt so 3 Vlogs machen, wir sind ja 7 Tage da. Und ich habe da in der Zeit auch noch Geburtstag. Und mal schauen, Leute, vielleicht nehme ich euch da mit, ich weiß nicht, wie viel ich natürlich filmen kann, weil es ja auch alles Privatsphäre eigentlich ist. Und eigentlich möchte ich da auch nicht die ganze Zeit mit der Kamera irgendwas machen, sondern mich einfach mal entspannen. Aber Leute, es wird geil. Natürlich bekommen wir eine Woche versetzt, weil wir, wenn wir da sind, habe ich da keinen Computer, wo ich es schneiden kann, hochladen kann. Also nächste Woche, diesen Tag, wenn ihr das hier seht, ist Montag. Und dann wird, ich habe jetzt schon viel vorproduziert, Leute. Aber jetzt kommt echt geiler Content. Ich freue mich schon mega drauf. Die Zeit wird geil. Ich versuche natürlich das Beste aus dieser Reise rauszuholen, weil wir so lange danach nicht mehr fliegen können. Und Leute, ich wurde hier anders krass gerade gestochen. Sieht man das, Alter? Hier. Mein Gott, aber erst gerade, ne? Scheiße, Digga. Ich muss mal wieder reingehen. Es ist fast 40 Grad, Alter. What the fuck? Was mache ich hier draußen bei 40 Grad, Mann, Alter? Hoffentlich war ich auch nicht zu leise, Leute. Weil das wäre echt scheiße fürs Video. Naja, egal, Leute. Ich bin auf jeden Fall gehypt, wir sehen uns dann auf jeden Fall zum nächsten Video und dann auch zum nächsten Vlog. Aber ich glaube, der nächste Vlog wird auch wieder vorproduziert sein. Leute, da kommt geile Sachen auf euch zu. Let's go, ciao. Matthias, würdet ihr eigentlich mal gerne mal ran bei mir, oder?